Oh, was ist denn hier los? Fragen viele Stockholmer. Das Innere der Heimatstube der Heimatfreunde Stockholm-Düren sieht so mitgenommen aus. Kein Wunder, alles was nicht nied- und nagelfest war, landete schon im Container. Jahrzehntelang lebte in dem Haus die Familie Kellerhoff. So richtig bewohnt sieht es aber nicht mehr aus. Es war nicht nur ein Wohnhaus und ein Ladenlokal, das Gebäude wurde auch landwirtschaftlich genutzt. Unter dem Dach waren früher auch Pferde zu Hause und später ein Traktor. Die Arbeiten, die hört man vom Weiten, hören Sie's? Und bald rückt der Bagger an. Welche Erinnerungen die Stockholmer an das Haus haben, habe ich an der Hörderstraße gefragt. Welche Erinnerungen haben Sie denn an das Haus? Ja, ich weiß, dass hier früher ein Gemüseladen drin war, der von der Ehefrau des Bauern betrieben wurde. Und er gab sich seinen bäuerlichen Tätigkeiten hin und dann hat man auch manches Mal dort eingekauft. Ja, wir sind 1978 nach Witten-Stockholm gezogen und dieses Haus war also früher ein Lebensmittelgeschäft. Und Herrn und Frau Kellerhof kannte ich eigentlich ganz gut. Frau Kellerhof ist ja leider schon vor vielen Jahren verstorben. Und wir haben an Heiligabend immer unsere Weihnachtsbäume gekauft. Allerdings waren wir immer so spät dran, dass wir die letzten Krüppel erwischt haben. Aber es war immer schön. Und Lebensmittel? Lebensmittel, Dosenfleisch gab es, Gemüse, Obst. Daran kann ich mich erinnern. Und ich kann mich auch an den Herrn Kellerhof noch zum Schluss erinnern. Der hatte immer einen Hund, mit dem er spazieren gegangen ist. Ja, und das sind halt die Erinnerungen an dieses Haus. Herr Vollmann, was haben Sie denn hier alles bei den Kellerhoffs erlebt? Ja, ich fange mal an, dass meine Kinder schon im Kellerhoff Geschäft eingekauft haben, als sie gerade mit Einkaufstasche und Geldbeutel umgehen konnten. Und der Herr Kellerhoff und die Frau Kellerhoff waren super nette Nachbarn, wenn es irgendein Problem gab. Immer hilfsbereit für alle Fälle und vor allen Dingen ein bisschen mir auch über mein Haus zu erzählen hier, weil ich erst 89 nach Stockholm gekommen bin. Sie sagen, man konnte dort einkaufen. Was gab es denn? Also haben die das selber angebaut oder haben die das vom Markt geholt? Wissen Sie das? Ja, das weiß ich. Die haben also die Waren, die sie verkauft haben, nicht selbst angebaut, sondern die haben die vom Großmarkt geholt und es war, naja, man konnte zum täglichen Gebrauch alles kriegen, sowohl Konserven als auch natürlich besonders interessant frisches Gemüse und Obst. Wie waren die denn als Nachbarn? Sie haben gesagt, Sie haben sich ja so die Heimatgeschichte, Hausgeschichte von Ihnen geholt. Wenn man so nah lebt, kriegt man ja so ein bisschen mit. Haben Ihre Kinder mit den Kindern von Kellerhoffs gespielt oder hat man sich ausgetauscht über den Gartenzaun? Ja, die Kinder waren natürlich, der Altersunterschied war natürlich sehr groß, denn die Kellerhoffs Enkelkinder sind sozusagen jünger als meine Kinder jetzt. Also das passte nicht so ganz zum Zusammenspiel. Aber ich fange mal da an. Wenn ich für schwere Dinge mal eine Sackkarre brauchte, dann konnte ich die bei meinem Kellerhof holen. Und wenn es mal ein Gartengerät fehlte, konnte ich mir das holen. Und in letzter Zeit hat mir der Schwiegersohn von Herrn Kellerhoff sogar für meinen Anbau hier Starkstromkabel rübergelegt. Also einfach perfekt. Und wie finden Sie es, dass es verschwindet? Das finde ich nicht gut. Ich bin der Meinung, wenn es nicht zu umfangreich wäre, sollte es saniert werden, falls das überhaupt möglich ist. Schade, sehr schade, sehr schade, weil das ist ein altes Haus in Stockholm, was man also auch immer wieder gerne angesehen hat. Und das ist sehr, sehr traurig. Ja gut, als, sag ich mal, Nicht-Bauexperte im Gegensatz zum Herrn Jeske, dem Schwiegersohn, kann man das natürlich jetzt fachlich nicht gut beurteilen. Emotional ist das, glaube ich, schon vielen Stockholmern schade, dass hier so ein Gebäude wegkommt. Aber man muss eben sehen, dass wenn die Renovierungskosten auf den heutigen Stand eben das so weit übersteigen, was man danach als Wertschöpfung hätte, das Verständnis haben muss. Und welche Erinnerungen haben Sie? Erzählen Sie uns Ihre Geschichte, schreiben Sie uns an. Oder kommentieren Sie einfach unter diesem Video.